So frisch hier. Ich mach die Heizung an. Der Elternsprechtag wartet. Keiner zieht die Jacke aus oder setzt sich. Das Ganze hier soll schließlich eine kurze Angelegenheit werden. Katja schlendert zur Vitrine an der Wand. Kastanienmännchen. Eine ganze Horde. Die hat Frau Müller erst vor ein paar Wochen mit der Klasse gebastelt. Schön, oder? Ja. Welches von Fritz? Oh, das Ganze. Wow. Das Ganze ist ein Bauernhof aus Kastanienfiguren. Ein Kastanienschwein, ein Kastanienhuhn, ein Kastanienbauer auf einem Papptraktor, ein Heuballen aus Filz und was nicht noch so alles zu einem Bauernhof gehört. Und Lukas? Marinas Blick fällt auf ein Männchen mit nur einem Arm. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich finde, auf eines sollten wir uns vorab einigen. Keine persönlichen Angriffe. Sie steht wahrscheinlich schon genug unter Druck. Ich meine, so als Lehrer. Augen auf bei der Berufswahl. Absolut. Es darf nicht demütigend für Sie werden. Das kann für eine Frau in Ihrem Alter nämlich auch das Berufliche ausbedeuten. Arbeitslos, gerade hier im Osten, das ist ja der totale Horror. Wir feuern Sie nicht. Wir legen ihr nur nahe, die Klasse abzugeben. Im Westen ist Arbeitslosigkeit übrigens auch schlimm. Ja, natürlich. Außerdem darf ich vielleicht daran erinnern, dass wir immer Vollbeschäftigung hatten. Naja, voll vielleicht. Aber beschäftigt. Sehr witzig. Da kommt sie übrigens. Ja, sie kommt. Auf dem Motorroller fährt sie schwungvoll auf den Schulhof. Katja zieht einen Strauß Blumen aus ihrem Jutebeutel, füllt am Waschbecken ein Glas, entfernt das Einwickelpapier und drapiert die Blumen auf dem Lehrerpult. Als stünde all das in logischem Zusammenhang mit dem Thema des Abends. Muss das sein mit den Blumen? Sie hat die Klasse von Anfang an betreut und dafür bedankt man sich. Das gehört sich so. Das Feuern an Blumen hinterher schmeißen ist irgendwie zynisch. Erst Blumen, dann Feuern ist auch doof.